Hans Sarpay, am 21. März ist Welttag gegen Rassismus. Sie haben viel erlebt im Fußball. Wie waren Ihre persönlichen Erfahrungen mit Rassismus? Ja, ich habe viel erlebt im Bereich Rassismus, egal ob es auf dem Fußballplatz war. Jetzt, da bin ich Profi geworden, da war ich glaube ich 20 und habe in Cottbus gespielt. Und da wurde ich mit Affengeräuschen beschimpft, mit Neger, mit Bananen. Und ja, auch wenn man so jung ist, sowas zu erleben, ist gar nicht so schön. Und damals die Zeit, da war man gar nicht so reif, glaube ich. Da hatte ich keiner unterstützt, kein Trainer, keine Mannschaft, kein Verein, kein Verband. Es hieß einfach, du musst es aushalten, du musst stark sein. Und im Alltag habe ich den Rassismus natürlich auch erlebt, besonders wenn du ganz klein bist, wenn du irgendwo in ein Geschäft reingegangen bist und wolltest was kaufen. Und dir ist irgendwie jemand die ganze Zeit gefolgt und du gedacht hast, warum läuft er dir hinterher? Und der einfach durch deine Hautfarbe gedacht hat, okay, der kann sich das nicht leisten und der denkt, du klaust. Und dann, das ist dieser Alltagsrassismus, den man erlebt hat tagtäglich. Und da habe ich schon einiges hinter mir. Und ich hoffe einfach, dass ich das auch jetzt durch meine Bekanntschaft ändern kann. Es ist schwer dafür ein Patentrezept zu finden, aber welche Reaktion wäre aus deiner Sicht gefordert von einer Mannschaft, deren Spieler rassistisch angegangen wird? Ja, es ist schwer, natürlich was Allgemeines jetzt sozusagen. Ich glaube, jedes Mal ist das anders, muss man das anders bewerten, aber grundsätzlich haben wir ja diesen Drei-Stufen-Plan auch, wo der Schiedsrichter der Mannschaft oder den Spieler auch unterstützen soll. Und am Ende des Tages glaube ich, ist es immer gut, wenn die Mannschaft den Spieler unterstützt, dass er weiß, da ist jemand, der hinter ihm steht, dass die Mannschaft, der Verein hinter demjenigen steht, dass er sagt, okay, es geht nicht mehr weiter, es ist zu viel, wir gehen gemeinsam vom Platz und zeigen ein Zeichen, setzen ein Zeichen. Aber ich glaube, nicht nur die Mannschaft oder der Verein muss den unterstützen, auch die Zuschauer, die da drumherum sind. Es ist ja nicht so, dass immer das ganze Stadion rassistisch ist. Es sind immer nur kleine Leute, kleine Gruppierungen. Und die da drumherum sind, müssen dagegen angehen. Und deswegen, ich glaube, jeder Einzelne ist so ein bisschen gefragt, was dagegen zu tun. Vor kurzem wurden Spiele in der Bundesliga ja unterbrochen, weil es Beleidigungen gegen Herrn Hopp gab. Sollte es ähnliche Vorgehen bei Rassismus geben oder ist das zu wenig oder sogar eher ein Spielabbruch? Erstmal zu Herrn Hopp. Ich glaube, dass das Spiel abgebrochen wurde, war schon richtig. Ich glaube, das war schon massiv. Ich glaube, man kann das auch nicht so vergleichen jetzt, als gegen eine einzelne Person, wo eine Gruppierung etwas gegen hat. Bei Rassismus ist es wieder was ganz anderes. Und, aber ich würde mir natürlich auch wünschen, dass man gegen Rassismus auch ganz klar ein Zeichen setzt, dass man auch dort Spiele unterbricht und wenn es notwendig ist, dass man das auch abbricht. Dass man die Mannschaft, wo das passiert ist, aber auch die gegnerische Mannschaft sagt, okay, wir stehen dahinter und gehen vom Feld, um ein Zeichen zu setzen. Und ich glaube, wir müssen viel, viel mehr machen, als wir jetzt gemacht haben. Ich glaube, wir müssen lauter werden, damit wir nicht nachher irgendwann sagen, hätten wir mal was getan und dann ist es zu spät. Und wer ist da Ihrer Meinung nach gefragt zu handeln? Eher die Vereine oder der DFB als Dachverband? Ich glaube, wir sind alle gefragt zu handeln. Ob das der DFB ist, die Vereine, die einzelnen Spieler, die Fans. Es ist ja nicht nur ein Problem jetzt im Fußball, es ist ein gesellschaftliches Problem und deswegen sind wir alle dazu aufgefordert, was zu tun, hinzuschauen, sich zu positionieren und sagen, ja, dagegen anzugehen. Und deswegen würde ich jetzt nicht nur immer irgendwie den DFB oder dem Verein so da in den Vordergrund stellen. Ich glaube, wir alle müssen was tun.